Leute, guckt euch diesen Mann an. Das ist Sam und ich kenne Sam schon. Grüß dich Ja, mal, was Alter. geht? Krogi, alles gut bei dir? Wir haben nur telefoniert, aber jetzt sehen wir uns endlich mal in Real Ich Life. weiß gar nicht, wie ich den Leuten das vermitteln kann, was hier gerade Okay, passiert. ich Wirklich. hab. Also, weil wir beide sind uns irgendwie im Internet über den Weg gelaufen, ja? Und auch über unsere Freunde von Shure, ne? Shure Ja. Mikrofone, die haben uns ja auch so ein bisschen verkuppelt. Und dann ruft der Sam einfach mal an und sagt, ey, was geht? Wollen wir Was mal geht? was machen? Und ich so, der Lass ist ja uns schlafen. ultra nice, der Typ. So, und da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann stellt sich raus, dass Sam zufällig auch Bassist bei Kontra K ist. Yes. So, da ist sein Instrument. Du bist der Erste, der wirklich mit dem Instrument reinkommt. Echt Das ist jetzt? der Erste. Ich bin der Erste, ja. Ja. Hört man das? Oh! Ah! Also, falls hier jemand auf Funk steht. Ja, Mann! Ey, bist du Slap-Bassist oder was? Nein, also, das Slap ist ja eigentlich verpönt unter Bassisten. Aber nein, ich liebe Funk, ich habe aber mit Rock angefangen. Warum ist es verpönt? Sorry, ich habe direkt Ich weiß es gesagt. nicht, ich weiß. Keine Ahnung, weil man eigentlich Noten spielen soll und das so sachte zupfen soll. Aber ey, warum Ja. nicht? Ja, wirklich. Ich finde es cool, wenn Bassisten im Vordergrund stehen und ein bisschen irgendwie auf die Müssen Kacke sie, hauen. müssen sie. Aber jetzt erkläre ich es zu Ende. Also, Was? Bassist von Kontra K und er ist auch Aushilfsbassist für wie lange? Für eine Tour? Ich war 3 Jahre. 3 Jahre! Ja. 3 Jahre Bassist von Limp Bizkit, Leute. Ohne Witz. Sam, stell dich vor, was habe ich vergessen? Was? Ich Ich weiß spreche da auch rein. nicht. Komm, los geht's. Keine Leute, hier, Ahnung. Sam. Ich Wie kann heißt du? nicht. Wie ist dein Name? Sam, MPNG, Ja. MPNG. Das ist so mein Kürzel und ich kann nichts anderes außer Musik machen. So, das ist schon in der Schule war es mir früh klar. Ich konnte nicht still sitzen. Ich habe immer an Musik gedacht. Ich habe immer irgendwelche Songs im Kopf gehabt und jetzt, keine Ahnung, bin ich hier abgeendet mit einem Bass hier im Van. Ich glaube, das ist wirklich das schönste Keine Ahnung. Interview aller Zeiten. Wirklich. Unser Treffen jetzt. Ich habe schon so freundschaftliche Vibes, weißt du? Same. Das ist schon richtig geil. Ja, aber das ist gut. Weißt du, ich habe nämlich gelernt, es ist gar nicht so geil, wenn man alles so ein bisschen kann. Wenn du eine Sache richtig kannst, ist es eigentlich viel, viel mehr wert. Ja, voll. Und genau. Also es war immer mein Traum, auf der Bühne zu stehen, ja, Muck zu machen. Und klar, jetzt aktuell Kontra K, aber auch natürlich, ich meine, du hast vorhin gesagt, so Schulband, da hat es angefangen. Und ja, ey, das ist einfach, ja, man muss seine Passion leben. Ey, wenn du jetzt mal zurückdenkst an den 15-jährigen Sam, ne? Was würde der dir jetzt sagen? Was würde er mir sagen? Würde er dir auf die Schulter klopfen und sagen, Ja, keine krasser Ahnung. Dude, oder würde er sagen, peinlich? Nein, das würde er nicht Das sagen. Ding ist, man will ja immer das, was man nicht hat. Ne? Korrekt. Also ich bewundere Leute, die irgendwie Medizin studieren oder die irgendwie gut in Mathe sind oder sonst Ja. was. Also Autor, der Mann. ja, total. Ja. Aber trotzdem am Ende des Tages, ja, es ist unglaublich. Ich bin jeden Tag dankbar Ja, dafür, ey, das, das was kann ich man machen verstehen. darf, so, wenn Richtig. man hier eingeladen wird, für einen Künstler zu spielen, auf Bock am Ring zu spielen. Es ist nicht aller Tage passiert das Nee, alles. das ist klar. Deswegen ist es einfach crazy. Aber genau, wir sind bei Rock am Ring und das ist wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht Worte in den Mund legen, deswegen versuche ich das mal, diese Frage ganz offen zu stellen. Wie krass ist Rock am Ring für einen Musiker, da zu stehen mit der Crowd? Das ist unglaublich. Also es ist schon ein Kindheitstraum auf jeden Fall. Also Ja, ne, allein die Area hier, ne? ich denke mir, ich habe auch, wo wir heute im Van saßen, im Shuttle hier hin, dachte ich so, hey, ist alles so schnell gegangen. Ich war doch irgendwie gefühlt gestern noch in meinem Kinderzimmer und habe irgendwie auf YouTube irgendwie mir Bass-Tutorials angeguckt. Also gefühlt, weißt du, Ja, klar. ist irgendwie doch schnell. Deswegen ist man einfach nur dankbar und versucht, seinen Job so gut wie möglich zu machen, weil ey, es kommen Leute zu den Konzerten, keine Ahnung, ein paar tausend Leute, Ja, die hier ja. bezahlt haben, die was erwarten. Deswegen Ja, versucht man sich anzustrengen, humble zu sein und zu versuchen, ey, scheiße, wir müssen abliefern, wir müssen on point sein. ja. Hammer, ey. Und zudem ist noch ein Livestream heute, deswegen, Ja, Mann. Ja, Mann, das sehen alle. Das sehen fucking alle. Aber ich kann es vorwegnehmen. Ich weiß es, du hast auch viel geprobt. Ihr habt viel geprobt, ne? Du hast viel im Proberaum. Das ist nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Bands ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das nehmen auch vielleicht nicht alle ganz so ernst, weißt du? Das ist schon geil, wenn man auch da was zurückgeben möchte, wie du es Ja, also tun willst. klar, total. Ja, viele. Keine Ahnung. Ja, Das Rockstar-Life ist so ein bisschen ja. verpönt, aber die Leute, weißt du, die wirklich was reißen, die sind schon klar im Kopf und setzen sich hin und dann ist so ein 15-Stunden-Tag ganz gang und gäbe. Ne? Das ist ganz normal, irgendwie da Vollgas zu geben. Aber natürlich,
gegebenenfalls trinkt man auch mal ein Bier nach dem Auftritt oder zwei, aber man ist dann schon irgendwie on point. Ey Sam, ich frag, ja, alles gut beantwortet. Ich muss nochmal auf Limp Bizkit zurückkommen, ja? Drei Jahre. Ja, auf jeden Fall. Also das war ein krasser Zufall mit Bizkit. Mein guter Kumpel, der übrigens auch hier bei Rock am Ring ist, habe ich gerade vor 2 Minuten erfahren, der kannte die deutsche Booking-Agentur von Bizkit. Ja. Und leider ist Sam Rivers, der Originalbassist von Bizkit, krank geworden. Hatte irgendwie einen starken Unfall, hatte was am Rücken, musste irgendwie zurücktransportiert werden in die USA. Und dann, bin ich da eingesprungen. Einen Tag vorher kam der Anruf, weirderweise, und ich habe mich mit denen gut verstanden. Und ja, aber trotzdem, das war wie so ein Traum. Eigentlich. Man lebt ja. Da irgendwie so ein. Ich dachte, das ist die Limp Bizkit Coverband. Nein, das ist nicht. Die aus Dresden. Ja, die aus Dresden, genau. Was gibt's da einfach? Nein, keine Ahnung. Nein, aber auf jeden Fall. Limp Kids, Alter. Ja, die Limp Kids. Nein, aber. Wie gesagt, es war einfach eine crazy Zeit. Und machst du auch drei Jahre auf Tour mit dir? Welttour, ja. Wir haben weltweit halt Festivals gespielt, Touren gespielt. Wir waren überall, Südamerika, Russland. Geil, ey. Genau. Und bin immer noch befreundet mit den Dudes. Ja, glaube ich. Auf jeden Fall sehr, sehr. Schade, dass du jetzt gestern nicht. Gestern. Du warst ja gestern am Start. Ich hab's gesehen. Ja, Alter. Hast du meine Dudes kennengelernt? Ja, wirklich. Sehr cool. Shoutout an John Otto, ey. Ja. Ein geiler Drummer. Auf welcher Seite warst du gestanden? Ja, bei Otto. Okay. Ja, Hammer, Drummer. Was soll ich sagen? Ja, West Borland, geiler Typ. Hammer, aber ich muss beim Drummer stehen. Und weißt du, was süß war? Ich kenne hier nicht die Namen, aber seine Tochter war auch dabei. Hammer, ja. Und Mirror Man und seine Tochter. Sie war komplett verliebt. Ne, sie war komplett verliebt. Oh, wir waren am Dancen so und das war einfach Hammer. Das war richtig so ein Family-Erlebnis. Ja, ich habe die auch mal kennengelernt. Bei der Show in Vegas habe ich die auch kennengelernt von Otto. Hammer, ey. Schön. Wirklich. Und da war noch, muss ich auch sagen, dafür bin ich sehr dankbar. Und dann, das schnalle ich dann auch so erst am nächsten Tag manchmal. Da waren fast keine Leute auf der Bühne. Die haben einfach keine Leute auf die Bühne gelassen, weil die ja keinen Bock drauf haben. Oder weiß ich, früher habe ich immer gedacht, bei Rock am Ring, da stehen ja immer 1 Milliarde Menschen auch noch an der Seite, aber es ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen anders. Ne? So, und dementsprechend, war aber geil. Total, ey, was für eine Ehre, dass du einer der wenigen warst, die dann quasi. Dave Grohl, Mann. Der hat das einfach abgechillt. Der stand da einfach, hat gedacht, ey, geil. Also Dave Grohl hat die Show von Bizkit auch angeguckt? Ja, hat er auch abends gesagt, wenn Foo Fighters, wie geil er die Bizkit Show fand. Stell dir vor, du wärst da gewesen. Krass. Dann hätte Dave Grohl nicht abgefallen. Nein. Dann hätte Nirvana dich angeguckt. Ja, Nirvana hätte dich gesehen. Ja, ich hatte auch mal so eine Situation, eine crazy Situation, weil ich habe ja mit so Skater Rock angefangen. Ja? Ich war übelster Sum 41-Fan. Ja, war noch krasser Sum 41-Fan. Ist heute oder morgen? Nee, morgen. Ja. Ja, egal. Aber eine krasse Situation. Ja? Ich war ich weiß nicht, wann das war, 2016? 2017? Ich war übelst krank. Ich hatte Hochfieber. Wir hatten eine Show mit Bizkit gespielt. Und ich war nur noch auf Schmerzmedikamenten und war auf, keine Ahnung, auf Ibo. Voll, ich habe nichts mehr gespürt. Ja? Ja. Musste die Show spielen. Und genau bei dieser Show steht der Sänger von Sum 41 2 Meter neben mir. Weißt du, genauso wie Dave Grohl. Ja. Und da bin ich so, Alter, fuck, mein Kindheitsidol steht so. Ja. Und ich bin so fucking krank, Alter. Warum? Aber warst du noch zufrieden mit deiner Leistung trotz Krankheit? Ja, ey, man ist ja immer. Ja, ja. Man ist selbst der größte Kritiker, aber trotzdem schon, wir haben schon gerockt, aber ich hätte mir gewünscht, dass er bei einer anderen Show gewesen wäre. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn die Show dann läuft, kriegst du ja noch Energien, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast. Total. Danach bist du halt tot. Aber trotzdem, aber du kennst es, ne? Wenn du morgens aufstehst, du weißt nicht, wie du den Tag machst. Ja. Das ist das Schlimmste. Natürlich. Aber du hast es durchgezogen. Ey. Ja, so ist es manchmal. Ja, so ist hey, wirklich. Was hatte ich noch gefragt? Ich hatte noch was überlegt für dich, Sam. Also, du bist ja hier mit Bass jetzt drin, ja? Yes. Das heißt, du liebst Bass spielen. Ja. Zufälligerweise sind ja Bassisten und Schlagzeuger eigentlich, sollten ja eine Einheit bilden. Ja, total. Die Rhythmussektion. Total. Ja, also, Sam, verwandt, wann machen wir was? Mach es mit uns. Ja, ey. Das matcht doch so gut. Wann machen wir denn Mucke? Ich glaube, wir müssen eine Fortsetzung hiervon machen. Oder? Ich, so Teil 2. Ja, irgendwie im Studio oder so. Ich meine, du bist doch am Song schreiben, Visa. Ja, total. Brauchst du nicht mal einen Gastschlagzeuger? Ja, ey, also, ich dachte, das wäre schon fix. Hier, Alter. Hanna, geil. Komm her, Mann. Mach mal.
wir haben's jetzt on camera hier. Killer, ja, machen wir. Okay, du machst das. Krogi und MPG Song. MPG, ja, ich meine, was ist dein Plan? Du willst ein Album raushauen? Genau, oder? Wir arbeiten jetzt an einer neuen Platte. Also aktuell habe ich ja eine Scheibe zu meinem 30. Geburtstag rausgebracht, wo wir 30 handgefertigte Albumboxen hatten. Ja. Direkt an meinem 30. Geburtstag Release. Da ist unter anderem hat der Ray Lozaya von Korn draufgezockt. Ah. Ja. Kennst du halt, ey. Genau, und ja, jetzt aktuell machen wir eine neue Rockscheibe. Und das wird auf jeden Fall auch ein Kracher mit sehr coolen Features drauf. Kann ich noch nicht alles verraten. Nee, nee, klar. Aber da wäre ich dann auch mit bei. Ja, auf jeden Fall. Ja, Rock ist nämlich mein Metier. Das ist okay. Also wenn hätte ich Bock auf jeden Fall. Ja, Mann, es ist It's done. Ah, geil. Ja, dann, ey, hat sich alles jetzt gelohnt. Ja. Ich fand's wirklich, man kann es nochmal sagen, es ist jetzt 1 Uhr am Rock am Ring, Samstag. Und Sam kam eben um die Ecke und meinte, ist halt ja noch nicht so richtig Action. So, ne? Ja, ja, genau. Also, das macht erst um 3 auf. Ja, genau. Ja, genau. Und Sam kam her und meinte so, ey, Leute, hier bin ich. Ich finde übrigens den Van richtig geil. Ja, danke. Ich muss auch nächstes Jahr mache ich auch so eine Van-Action. Ja, macht Bock, ey. Macht Bock. Aber mit guten Leuten ist so ein Van halt einfach auch noch geiler. Das muss man sagen. Wo kann man dir folgen? So, kann man dich unterstützen? Man kann mir überall auf allen Plattformen folgen, aber meistens bin ich auf Instagram aktiv und einfach MPNG reingeben hier. Zeig's da. Wo soll ich sehen, näher, noch näher ran. Kamera? Noch näher ran. Okay. Ja, so ist gut. Ja. Ich bin hier der Regisseur. So, MPNG, Leute. Ja. Genau, MPNG. Und das ist tatsächlich mein Nachname. Mpungu. Der kommt aus Uganda und bedeutet Adler. Deswegen habe ich auch dieses Adler-Logo. Alter, geil. Und ja, so ist dieser Name zustande gekommen. Ja. Und deswegen, ja, alle Amis, so die Biscuit-Jungs. MPNG. Ah, genau, deshalb dieses Kürzel. Ja, mega. Danke für die Erklärung, weil ich war mir auch nicht sicher, was hattest du damit auf? Ja, ich weiß auch nicht. Ist das jetzt der geheime Kodex? Ja. Ja, ich habe das Geheimnis gelöst. Das Geheimnis ist gelüftet. Ey, Sam, ich wünsche dir für heute alles Gute für den Tag. Ich glaube, es wird einfach nur geil. Genieße es. So, habt ihr gestern schon gezockt? Oder? Wir haben gestern bei Rock im Park gezockt. Ja. Das war auf jeden Fall schon eine mega Warm-Up-Show. Aber ey, das ist auch jetzt heute eine Premiere. Bei Rock am Ring ist für mich eine Premiere. Hast du auch noch nicht gespielt? Nee, habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, also deswegen, das wird auf jeden Fall, ich würde sagen, es wird heiß auch. Ja. Wir haben ein bisschen Feuer und so. Ja. Ey, wir waren eben beim Soundcheck. Also ja, geil. Wir haben dich, glaube ich, kurz verpasst, weil wir waren leider noch ein bisschen weiter weg, aber wir haben noch die Feuerprobe mitgekriegt. Ja, geil. So, weil haben wir gesagt, ey, wenn wir den jetzt da treffen, wäre halt Hammer. So, aber jetzt bist du hergekommen. Also, manche Sachen zügen sich einfach. Ja. Weißt du, das ist schön. Ey, genieß es heute, ja? Geil, mein Lieber, ey. Danke, ey. Danke für die Einladung. Ja, natürlich, ey. Beste Interview. Sam Basser, MPNG, bester Mann. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.